Dieses Deck ist einfach krank. Du kannst mich im Shop mit meinem Creator-Code unterstützen. Trag dafür ganz unten Code YOUJONAS ein. Vielen Dank. Hey Leute, wir spielen heute die neue Triple Elixier Herausforderung. Dabei haben wir dreifaches Elixier und wir können bis zu 10 Siege holen und einige Goldpreise gewinnen. Und dabei können wir heute nicht fortsetzen. Sprich, diese Challenge ist eine Siegesserien-Challenge. Wenn man dreimal verliert, muss man also von vorne anfangen. Und dadurch denke ich, dass die Challenge auch mal endlich wieder ein bisschen schwieriger wird. Ja, würde ich sagen, wir legen los und ich entschuldige mich schon mal im Voraus für dieses Deck. Ich habe nach den besten Decks für die Challenge gesucht und auf Platz 4 habe ich das Deck hier gefunden. Und ich weiß, es ist unfassbar ekelhaft, aber ich glaube, es wird sehr viel Spaß machen. Okay, let's go. Erstes Match und wir haben übrigens auch direkt dreifaches Elixier. Also es geht eigentlich direkt zur Sache hier. Und wir können eigentlich erstmal ein Elektro-Drachen rein. Oh, das ist sehr, sehr gut gewesen. Sehr, sehr lucky Timing jetzt hier. Und das sieht eigentlich schon mal sehr, sehr entspannt aus. Wutz mal drauf, am besten noch ein Healgas dran. Dass hier die E-Buffs nicht so schnell sterben werden. Und ich würde sagen, oh, oh, schnell. Jetzt hier, hoffentlich. Okay, ich habe jetzt, oh mein Gott. Es ist so, es ist schon eklig, aber es ist so geil irgendwie, oder? Seht euch das an. Jetzt hier ein Tornado schnell rein. Let's go. Nächste Elixier wurde. Wir können jetzt einfach rein swammen. Ist alles geil an dem Deck. Nächste Heilerin ist einfach rein. Und das war's. Normalerweise können die jetzt mal, also ich hoffe es mal zumindest. Normalerweise sollte es jetzt hier gewesen sein. Mal schauen. Wir können jetzt die nächsten E-Buffs reinbringen. Wir können den nächsten Wutzuber, nee, den nächsten Elixier-Golem. Es ist eigentlich relativ egal. Ich weiß, das Deck ist, ich weiß, ich sag nichts dazu. Es macht aber extrem viel Spaß. Ihr seht es hier schon in der ersten, ersten Match direkt. Man wird halt völlig überrannt. Sehr, sehr aggressiv. Sehr schnell. Und obwohl die Heilerin Level 8 ist, können wir die Gegner eben instant überrennen. Also ich versuche auch so ein paar Tipps zu geben heute, dass ihr das Deck auch gut spielen könnt. Haben wir auch schon die Heilerin? Let's go, Ehre. Danke an den, ich habe es gerade nicht gesehen, wer getauscht hat. Danke an Free-to-Play-King, Shoutout geht raus. Vielen Dank, Heilerin, auch direkt ab Level 9. Und wir machen weiter. Ersten Sieg haben wir und ihr habt gesehen, an sich, ja, würde ich euch empfehlen, erst zu deffen, also erst ein bisschen vielleicht abzuwarten und dann eben einfach einen Konterpush zu starten oder halt einfach einen Riesen-Push halt aufbauen. Ne? Jetzt hier mit Kampfheilerin nach hinten. Jetzt hier mit Tornado, mit Tornado den King Tower hoffentlich entspannt anmachen. Let's go. Elixier-Runde dazu. Der wird eigentlich jetzt 2.6, glaube ich, spielen, ne? Das kann ein bisschen hässlich. Oh ja, der spielt 2.6. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber mal schauen. Ja, der kann halt relativ oft die Feuerwelle cyclen, ne? So, wir hauen jetzt hier einen Wutzuber rein und ziehen die beiden Musketiere natürlich jetzt ran. Die Musketiere sollten eigentlich so relativ gut ausgeschaltet werden mit dem Tornado. Sehr gut, genau. Und ja, das sieht doch wieder nicht so schlecht aus. Okay, ich bin schon ein bisschen toxic, let's go. Und wir sind wieder dran. Und ihr seht schon, also das Deck, also klar, es ist sehr gemein, aber es ist halt auch einfach stark. Ich meine, ihr seht, wie wir die Gegner jetzt hier wieder überrennen können, innerhalb von kürzester Zeit. Wir können die nächste Heilerin reinbringen, nächste Wutzauber. Und ja, wir gewinnen die meisten Matches innerhalb von einer Minute bisher. Also ich habe schon das Gefühl, dass das Deck, wie gesagt, sehr stark ist. Trotzdem, wenn ihr wirklich das beste Deck spielen wollt, dann solltet ihr am besten Friedhof mit Bombenturm und Flächenschaden nehmen. Das ist eigentlich das allerstärkste Deck. Aber ich glaube, was ich jetzt hier habe, ist zumindest das witzigste Deck, denke ich mal. Und wir stehen schon mal 2:0. 8 Siege brauchen wir noch. Und wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann können wir die Challenge auch ziemlich schnell gewinnen. Also ich wollte mal wieder, ich wollte auch mal irgendwann mal wieder ein Uncut-Video bringen. Also komplett ohne Schnitte. Vielleicht können wir es sogar heute machen. Aber mal schauen, weil wenn wir in dem Tempo weitermachen, könnte es sogar klappen. Jetzt würde ich auf jeden Fall aufpassen schnell. Und jetzt schon die E-Buffs. Ja, der Wutzuber ist natürlich draufgechoppt. Das kann jetzt ein bisschen hässlich werden. Aber ich glaube, das wird eigentlich klar gehen, genau. Ja, okay, ich glaube, der Heilgas war jetzt nicht so schlau, weil er nicht trifft. Aber egal, das soll jetzt Elektro-Drache sein. Wir haben Doppelheilerin am Start, das kann gefährlich werden für ihn. Ja, okay, hat er gut gemacht. Egal, nächste Elixier holen wir einfach rein. Wir haben noch ordentlich Truppe am Start. Doppelheilerin ist halt echt saukrank. Wenn wir jetzt die gleiche dritte Heilerin reinbringen, dann wird es, glaube ich, gar nicht mehr witzig für ihn werden. Passt auf, oh mein Gott, die Heilerin werden jetzt so einen kranken Job machen. Wir brauchen auf jeden Fall so schnell es geht einen Bootsauber. Jetzt hier drauf, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was gerade abgeht, aber ich glaube, wir sollten gewinnen. Ja, Kampfholz ist nicht so gefährlich gerade nochmal. Bring einfach die nächste Heilerin rein. Ja, aber es schafft es gerade doch noch. Oh, da sind einige Bats am Start jetzt hier sogar, okay. Ja, wir hätten vielleicht früher einen Tornado schon bringen sollen. Die Bats waren, glaube ich, doch gefährlicher, als ich gedacht habe, aber egal. Der Double Elektro Treffer. Ja, das, ich glaube, gerade eben hat der Schaden ein bisschen gefehlt. Also wir hatten viele Truppen, die, wie kann man sagen, die halt, die zwar gut überlebt haben, aber die halt keinen Schaden gemacht haben. Deswegen hätten wir schon früher die E-Buffs reinbringen sollen. Aber jetzt sehen wir hier. Ich glaube, also es ist echt wichtig, dass er den Push auf jeden Fall supportet mit den Nietebabern. Weil das ist halt so der Damage-Schieler, ne? Also wir hatten jetzt halt Juli die beiden Elektro-Drachen und die beiden Heilerinnen am Start. Und wir haben eben gesehen, dass die es kaum geschafft haben, die Truppen auszuschalten. Und ich glaube, deswegen ist eigentlich immer wichtig, dass er vielleicht dann doch noch irgendwie E-Buffs reinbringt, bevor er auch den Wutzuber drauf werft.
Ja, und damit stehen wir jetzt hier schon mal 13-0. Die ersten drei Siege sehr entspannt. Und ich brauche auf jeden Fall gleich einen Tornado da drauf. Okay. Am besten Tornado und Boots aber schnell drauf, dass es hier hoffentlich alles aufgehalten wird damit. Kampfpfeilerin war übel lost. Sehr nice. Okay, ich bin gerade echt nicht gut. Zum Glück noch gestorben. Sehr gut. Okay, jetzt können wir aber eigentlich hier entspannt einen Fernrücken bringen. Ich will einen Elixier gut, um zum Tanken bringen. Sehr gut. Zum Boots war drauf. Und jetzt ein Tornado und Healgast rein. Let's go. Das ist eigentlich... Oh, Healgast. Ah, jumpt noch. Sehr gut. Let's go. Giant Scaly Bombe bringt auch nicht so viel. Und es geht klar. Wir brauchen immer noch ein bisschen Schaden. Das wird nicht so leicht werden, das Match. Okay, Inferno davon. Heilerin zum Aufhalten. Ich würde jetzt hier den Boots aber schnell drauf droppen lassen noch. Okay. Bring jetzt hier einen Tornado. Sehr schön. Ja, let's go. Richtig. Healgast rein. Elixier ohne dazu. Ah, schade. Ja. Okay. Nächste Inferno treffen, bevor wir den Boots aber reinbringen. Tornado wieder. Wir cyclen so ein bisschen Tornados gerade. Das ist meine beste Idee, die ich gerade noch habe. Boots aber wieder drauf. Healgast rein. Bring den nächsten Elixier ohne. Die Klecks könnten jetzt finishen. Halt nicht. Ah, nee, die Bombe rein. Tornado reicht, oder? Ich weiß nicht, was ausreicht. Wir werden sehen gleich. Tornado. Oh. Gut, sowas reicht aus. Oh mein Gott, okay. Also, gegen Dings, wie heißt es? Gegen Feuerwerkerin und Prinzessin haben wir schon Probleme. Aber ansonsten 14-0 und damit brauchen wir noch 6 Siege. Die Hälfte haben wir schon fast geschafft. Let's go. So. Alter, das Match gerade eben war echt schwieriger, als ich dachte. Okay, Gegner spielt Magier. Wir versuchen direkt ihn voll reinlaufen zu lassen. Vielleicht am besten E-Buffs rein. Okay, das ist easy. Das ist richtig entspannt jetzt für uns. Sehr, sehr geil. Na, ja, wir müssen es halt auf jeden Fall. Muss dann leider schon ein bisschen früher gerade die Truppen bringen, als wir wollten. Hat ein bisschen wehgetan, das passt schon. So, jetzt hier komplett rein, spam Wut sobald drauf und jetzt ist genau okay. War halt zu befürchten, dass er irgendwas in der Richtung spielt, aber ist halt in Ordnung. Nächste Kampfheilerin rein. Ich hoffe, es wird klar gehen. Wir ziehen den Magier noch ein Stück ran. War vielleicht ein Fehler, aber ich glaube, das kann man schon so machen. Ja, es geht. Bring die nächsten E-Buffs einfach noch schon rein. Bring die. Oh. Hört sich so ganz hall. Es sollte halt trotzdem eigentlich. Oh, war gut gemacht. Es sollte hoffentlich trotzdem klar gehen. Nächste Heilerin rein. Und da sehen wir halt, wie das Deck seinen Job erfüllt. Sehr, sehr geil. Tornado war vielleicht nicht der Schlauste, aber ist egal. Jetzt einfach rein spammen. Elixier ohne Boots zwar. Am besten direkt noch ein Heilgeist, dann kann die ganzen. Ja, kann man sehen, das halt. Man kann diesen Push nicht aufhalten, wenn er einmal ins Laufen gekommen ist. Dann kann er immer. Kann eben immer wieder die Heilerin das Ganze healen. Dann kann immer wieder auch die E-Buffs ihren Schaden auspacken mit dem Wutzauber. Und damit haben wir die Hälfte der Challenge geschafft und stehen 15-0. Mein Ziel wäre es schon 10-0 zu machen, aber mal schauen, wie es laufen wird. Let's go. Okay, viel Glück. Ich bin jetzt gespannt. Wir haben die Hälfte geschafft. Das heißt, die Gegner sollten jetzt langsam schwieriger werden. Okay, also eigentlich müssen wir fast reingehen, oder? Machen wir jetzt auch. Let's go. Okay. Was wird er jetzt spielen? Okay, er spielt jetzt hier schon mal. Okay, ist in Ordnung. Pfeile kommen rein. Er muss schon mal Pfeile setzen. Ist gut für uns. Okay. Ich will jetzt auch noch Heilerin reinbringen, eigentlich. Das sollte eigentlich klar gehen für uns. Die Heilerin macht auch einen guten Job und wir haben auf der anderen Seite fast den Turm. Okay, sollten wir den nächsten Inferno-Drachen rein? So, Inferno-Drachen. Jetzt müssen wir gerade ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, das reicht aus. Muss ich am besten mischen rein. Okay. Guys, ich hoffe, die Truppen bekommen das. Ja, oh mein Gott, der Wutzauber. Der Wutzauber ist so krank gut gewesen. Okay, die nächsten Elixier-Runde schon rein. Der läuft leider nach vorne, aber es geht in Ordnung. Wir bringen jetzt hier, würde ich sagen. Das ist ein bisschen schwieriger. Wir bringen jetzt hier einfach nur ein Dings rein. Wir bringen jetzt hier offensive E-Buffs. Gut, so was drauf sollte eigentlich jetzt hoffentlich den Bomber auch ausschalten. Genau, sehr gut. Das passt schon. Heilerin rein. Er kann natürlich jetzt hier gleich einen guten Lightning tun, muss schon ein bisschen aufpassen. Aber wir sehen, gegen Golem haben wir eigentlich sehr, sehr gute Chancen. So, Lightning kommt natürlich. Lightning tut natürlich sehr, sehr stark weh, aber es sollte trotzdem in Ordnung gehen. So, was wir jetzt hier machen, ist den nächsten Elixier-Golem. Wir können halt immer wieder deffen mit Inferno drauf, das ist halt das Wichtigste eigentlich. So, und hier einfach, oh, das ist ja aufpassen. Hier müssen wir auf jeden Fall ranziehen. Jetzt ist ja so gut, jetzt sowas auf. Nächster Elixier-Golem plus Heilgeist. Das können wir eben voll reingehen, weil wir eben wissen, dass wir hinten den Dings am Start hatten, den Inferno drauf, der relativ gut deffen konnte. Das reicht. Let's go! Nächster Sieg. Golem ist eigentlich ein sehr gutes Matchup. Kommt natürlich drauf an, wie er es ausspielt. Da müsst ihr, also, wenn ihr Golem spielt, müsst ihr halt eigentlich eher hinten reingehen, also im Golem nach ganz hinten und dann noch ein Lightning bereithalten. Und damit stehen wir 6-0 und brauchen noch 4 Siege. Ich habe ein gutes Gefühl, wir schaffen es, glaube ich. Aber jetzt wird es, glaube ich, langsam immer schwerer, ne? Ich glaube, gerade so ab 8 Siegen wird das Niveau deutlich steigen. Okay, Inferno-Drache rein. Gegner spielt Sparky. Das werden wir auf jeden Fall ausnutzen müssen. Ich hoffe, dass nicht noch irgendwas Hässliches. Okay. Es geht in Ordnung schon mal. Ne?
Okay. Wir gehen jetzt direkt hier all in. Mal schauen. Ich bringe jetzt hier Heelgeist defensiv und kann jetzt hier in Elektro-Kuben. Das war ein richtig schönes Defensive-Score. Klar, wir werden den Turm trotzdem wahrscheinlich. Na, wir werden nicht verlieren, aber. Das ist einfach sowas. Ja, war das gut? Ich glaube schon. Heilerin ist auch noch am Start. Da muss es hier auch noch ein. Oh, sehr gut. Der wird auch ziemlich easy down gehen. Der bringt einen ziemlich verzweifelten Spark hier rein. Der geht fast down. Oh, noch was. Egal, okay. Dann haben wir jetzt hier einen Elektro-Drachen. Okay, jetzt kann das hässlich werden. Aber ich habe eine Idee, wir können einfach reingehen. Wir warten es ab. Wir gehen jetzt hier rein mit Wutzauber und allem. Let's go. Und werden jetzt hier noch einen Tornado drauf. Und wir sehen wieder, wie stark die Defensive ist. Mit Tornado, Elektro-Drache, Inferno-Drache. Und können gleichzeitig Druck machen mit dem Elixier-Golem und Wutzauber. Und wir stehen 17-0. Und ich finde der Gegner aber eigentlich nicht schlecht vom Gefühl. Drei Siege noch. Ich glaube, wir können das Flawless schaffen, ich hoffe es. Okay. Marcella, die sind jetzt auch alle in der legendären Clan-Liga, also merkt auf jeden Fall, dass die jetzt besser sind. Ich hoffe, das ist kein Lightning oder so, das ist hässlich. Wenn er keinen Blitz hat, dann wäre es richtig krank für uns, aber wenn er einen hat oder Rakete oder so spielt, das weiß man nicht. Na, die Poison ist gut. Das ist richtig gut. Na, Elixier wurde noch dazu. Sollte hoffentlich noch einen guten Konterpush geben, aber irgendwie. Struggle die Truppen. Okay. Ah, es geht klar. Tornado drauf, Tornado auf jeden Fall. Er bringt Poison ins Nichts, let's go, sehr gut. Okay, den Turm haben wir safe. Okay. Nächste Elixier wurde nach hinten. Das ist sehr gut für uns. Muss noch Elektro drücken, egal. Weiß schon. Heilerin dazu. Wir hätten vielleicht sogar direkt auf 3 Kronen gehen sollen. War mal zu riskant gerade. Aber jetzt haben wir es auf jeden Fall. Okay, was wir jetzt machen können, ist. Einfach reingehen hier. So. Ja, er kann jetzt eigentlich nichts machen. Wir können jetzt hier den nächsten Elixier-Golem schon mal reinbringen zum Tanken. Bringen jetzt hier eine Heilerin dazu. Die Ebabs überfordern ihn trotzdem, das ist halt absolut krank. Also vor allem die Ebabs sind halt echt absolut OP, ne? Man sieht es auch hier nochmal. So, warten wir ganz kurz ab, bringen jetzt einen Tornado rein, dass die ganzen Truppen, genau. Keine Chance, ihr seht, absolut keine Chance. Also ich finde vor allem die Ebabs sind halt absolut OP, um halt einfach Druck zu machen. 18-0, 2 Siege brauchen wir. Und ich glaube, wir können es wirklich schaffen, hier Flawless mit 10-0 zu gewinnen. Man weiß es nicht. Es gibt echt Matchups, die man auch echt. Also wenn wir echt einen kranken Spieler erwischen, der auch noch wirklich ein gutes Matchup hat, dann soll es eigentlich schwer werden. Mal schauen. Okay, wir starten mit dem. Okay, der ist. Der wartet schon mal ab. Das ist schon mal auffällig. Ich habe keinen Evos mehr, okay. Ja, das sieht schon mal nicht so gut für uns aus jetzt hier. Schnell Heelgeist rein. Ich hätte noch einen Tornado bringen können, aber egal. Hat er auf jeden Fall sehr schlau gemacht mit dem Druck machen. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Und dabei spielt auch Poison und Hand. Oh ja, ja. Ich spiele, glaube ich, jetzt ein richtiges Deck hier. Okay. Wir gehen voll rein. Wir gehen jetzt hier voll rein und bringen jetzt hier einen E-Drachen rein. Ich hoffe, das geht klar. Ich glaube, dass mit dem E-Drachen zusammen es richtig krank werden kann. Wir bringen jetzt auch einen Tornado drauf. Wir können nicht den Turm werfen, glaube ich, aber es sollte trotzdem in Ordnung gehen. Okay. Aber er kann auch nicht sterben. Wir haben noch einen Counter-Push, das ist halt der Vorteil. So, bringst du einen Fernhofen rein? Ich bring schon mal einen Heelgeist. Sehr, sehr gut. Das ist richtig gut für uns. Gut zu übertrauen. Jetzt wird wahrscheinlich gleich ein Mega-Ritter oder. Bring ich schon eine Heilerin? Sehr, sehr gut. Das sieht richtig, richtig. Oder King Towers an, wenn er das wollte. Ich weiß es nicht. Das sieht trotzdem gut aus. Das ist ein Volltraum jetzt drin. Und er schreibt. Ups, sehr, sehr gut. Okay, ein Fernhofen nach hinten. Irgendwas. Ich weiß nicht, was ist das? Ein Prinz. Sehr gut, der Prinz wird down gehen. Gut zu übertrauen. Und jetzt, das wieder dieses Unglaubliche bei diesem Deck. Wenn man diesen einen Push am Start hat und dann immer wieder Truppen rein spammen kann. Der Wut zwar kommt und ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Das ist eigentlich unglaublich. Dieses Deck ist einfach krank. Es ist krank. Er heult. Er kann halt nichts dafür. Er hat ein super Deck, hat auch gut gespielt, aber unser Deck ist einfach krank, muss man wirklich sagen. Also ich glaube, was uns am ehesten kontert, ist auf jeden Fall ein Frost. Frost mit Bombenturm, Flächenschaden, mit dem großen Zauber. Weil Frost ist halt extrem krank, weil er halt den Wutzauber ausschalten kann. Das ist halt extrem heftig. Wenn ich einen Wutzauber bringe und er es einfriert, dann kann halt mein Wutzauber gar nichts machen. Das ist halt das Kranke. Okay, er hat schon mal einen Bombenturm, ist schon mal nicht gut. Aber wir können eigentlich jetzt direkt reingehen, ne? Würde ich sagen, machen wir es auch. Wir ignorieren das komplett, müssen wir. Wir ignorieren das komplett jetzt hier. Ich bringe jetzt hier einen Wutzauber drauf. Er hat auch einen ganz weirden Poison rein, sehr, sehr gut. Bring jetzt hier einfach nur einen Nado-Clash rein. Also jetzt. So, nächste Elixier-Runde. Ich würde sagen, wir gehen weiter rein. Das kann auch ein Fehler sein. Mal schauen. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Zug. Weil er war auf jeden Fall gerade zu aggressiv. Das ist halt die Sache. Das ist halt die
ernst, oder? Das ist jetzt nicht ernsthaft passiert. Ja, okay. Was soll man dazu noch sagen? Also hier gerade eben was halt einfach wichtig ist, eben den Turm abfallen lassen, ne? Also gerne Schaden zulassen. Ihr habt am Ende eben einfach einen unfassbar kranken Push, den man eben nicht aufhalten kann. Hat man gerade nochmal sehr schön gesehen. Wir haben eben nur einen Tornado gebracht auf der linken Seite. Und ja, somit gewinnen wir. Das Ganze mit 10-0. Ich glaube, ich kann sie nahezu uncut mal wieder hochladen hier. Und ja, kriegen nochmal die 5000 Gold. Und ich würde sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen. Übrigens, morgen wird mein Kanal genauestens 4 Jahre alt. 4 Jahre Clash Royale Videos, auch absolut krank. Inzwischen, glaube ich, über 1200 Videos hochgeladen. Danke für den Support. Danke, dass wir inzwischen dort stehen, wo wir stehen. Das ist echt insane, wirklich. Wir haben bald weitere Turniere und Challenges. Ich werde hoffentlich auch Videos dazu bringen können. Haut rein, bis zum nächsten Video. Und ciao.